dass ich das noch erleben darf, hier zu sitzen in der umgebauten Schwimmoper, einem der architektonischen Wahrzeichen unserer Stadt, die Schwimmoper. Es sah ja lange Zeit so aus, als würde sie abgerissen, dann hat es doch noch geklappt, sie wurde renoviert und in wenigen Wochen ist sie fertig. Wir haben uns schon mal einen ersten Einblick verschafft. Wir sind heute hier, schauen uns in der Schwimmoper um. Sie ist auch schon fast fertig, ein bisschen Dreck liegt hier noch, aber größtenteils könnte man sagen, Wasser rein und es kann losgehen. Aber im großen Schwimmbecken ist noch kein Wasser drin, denn heute sollen hier im großen Schwimmbecken Regenschirme aufgespannt werden. Zum 13. Mal von der Aktion Meine Stunde für Wuppertal, der Regenschirmaktion. Sie wissen schon, wir haben ja 12 Mal darüber berichtet. Aber es soll jetzt auch noch ein 13. Mal geben, ganz außer der Reihe. Da haben wir gesagt, ja klar regnet es, deshalb wächst auch so viel Gutes. Aber wir wollen es nicht grau in grau machen, deshalb machen wir es mit knallorangefarbenen Regenschirm und setzen damit einen positiven Akzent gegen diese Negativstatistik. Und der zweite Grund, weshalb wir diese Regenschirme aufspannen, ist, es ist ein Schutzschirm für die vielen Bedürftigen in unserer Stadt. Und das ist unser Hauptanliegen, dass wir über das Ehrenamt die Stadt und ihre Bürger nach vorne bringen wollen. Und da sind wir Herrn Oberbürgermeister Peter Jung sehr, sehr dankbar, dass er sich in all den Wochen und Monaten, die wir jetzt mit diesen Regenschirmen durch die Stadt laufen, zur Verfügung gestellt hat. Hier im Schwimmbad ohne Wasser ist mit mir Gertrud Finger. Sie ist Projektleiterin beim Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal, sozusagen die Hausherrin. Noch sind Sie die Hausherrin. Wie lange denn noch? Jetzt nur noch bis zum 25.03. Dann wird das Gebäude offiziell eröffnet und wir übergeben das natürlich dann auch dem eigentlichen Betreiber Sport und Bäder dann. Das Ganze ist ja so eine Art Ihr Baby seit vielen Jahren. Wie lange denn jetzt schon? Ja, die Planungsphase sind schon vor 2005 haben diese begonnen und über 2 Jahre Entwicklung, wie wir es planen, wie wir es funktional verbessern können. Und danach fing ja dann erst die eigentliche Bauphase an. Wenn man das damals gesehen hat, in dem Zustand, in dem die Schwimmoper damals war, da hätte niemand auf die Idee kommen können, das Ding könnte man nochmal in einen schönen Zustand versetzen. War das auch Ihr erster Eindruck, als Sie es damals gesehen haben? Also ich von Hause aus ja als Architektin fand diese Halle ja immer schon bemerkenswert. Sie ist ja einzigartig. Erstmal die 1600 Besucherplätze, die Tribünensituation so steil und so dicht am Becken. Also das gibt es in Deutschland nur hier in Wuppertal. Darüber hinaus, das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Die Stadt Wuppertal verfolgt ja ganz klar auch die Sanierung von denkmalgerechten Gebäuden. Und so wächst das über die Jahre und man verinnerlicht so viele alte Teile und man versucht natürlich auch so ein Gebäude funktional zu verbessern. Was würden Sie jetzt sagen, ist das ein neues Gebäude oder ist das ist da noch so viel vom Alten erhalten, dass es... dass jemand, der die Schwimmoper von früher kennt, sie sofort wiedererkennen wird und sofort sagen wird, ja, das ist meine Schwimmoper. Also ich war erstaunt, dass sehr viele Besucher jetzt bei den Rundgängen, die wir gemacht haben, gesagt haben, oh ja, das sind ja noch alte Sachen, da habe ich schwimmen gelernt. Das hat mich also sehr gefreut, dass also auch gerade die Besucher gesagt haben, sie erkennen viele Sachen wieder. Aber man muss auch mit der Zeit gehen und ein Gebäude funktional verbessern. Das sieht man schon daran, dass wir die ganze Eingangssituation komplett verändert haben. Sie haben jetzt also alle Bereiche miteinander verbunden, was vorher überhaupt nicht funktionierte. Da konnten sie nur ein Treppenhaus raufgehen und das andere wieder runtergehen. Und das macht eigentlich ein Gebäude nicht attraktiv. Verändert wurde zum Beispiel auch die Auslegung des Beckens. Früher ist man in diese Richtung geschwommen. In Zukunft wird man in diese Richtung schwimmen und dazu ist dann auch so ein versenkbarer Starterblock aufgebaut worden. Gleichzeitig musste dann allerdings auch das Sprung
Sprungbrett weg. Was bedeutet denn das jetzt für den normalen Betrieb, wenn man kein Sprungbrett mehr hat? Ja, das ist natürlich etwas schade. Der Sprungturm war natürlich ein sehr markantes Teil hier in diesem Schwimmbad. Aber man muss dazu sagen, der Turm war nicht ganz 10 Meter hoch. Er war auch so statisch beschädigt, dass wir ihn hätten komplett abbauen müssen. Man kann ihn ja nicht einfach hochnehmen, von rechts nach links setzen und dann wieder einsetzen. Das hätte nicht funktioniert. Und so haben wir auch gesagt, okay, wir nutzen die ehemalige Sprunggrube und versenken unsere Start- und Wendebrücke in diesem Sprungbereich. Und dadurch ist natürlich das Becken nach wie vor so groß, dass man auch Wasserball hier spielen kann. Und für den Tagesbesucher also ein deutlich höheres und besseres Angebot für den Tagesbetrieb. Wenn man jetzt sein Schwimmabzeichen machen möchte, was muss man dann tun? Dazu muss man ja schließlich vom Sprungturm springen. Also es ist gar nicht so ungewöhnlich. Meine eigenen Kinder haben das auch in Kronberg so gemacht. Die müssten also dann für ihren Freischwimmer und Fahrtenschwimmer zu einem anderen Bad gehen und vom Meterbrett oder vom 3-Meter-Brett springen. Sie kriegen eine Bescheinigung, das wird dann eingetragen. Und für den Wettkampfbereich hat sich jetzt ein bisschen was verbessert, obwohl das Becken eigentlich für den Schwimmwettkampf kaum größer geworden ist. Es ist insofern etwas größer geworden, dass wir jetzt tatsächlich auch 25 Meter haben. Das Becken der alten Abmaße ist etwas zu klein gewesen, weil man diese Zeitmessmatten einhängen musste. Die nehmen natürlich auch ein bisschen Platz weg. Die neuen Wettkampfbecken sind 25 Meter und 3 Zentimeter groß, dass man immer diese Messmatten reinhängen kann. Vorher fehlten diese 3 Zentimeter? Ja. Man hätte das natürlich auch beiarbeiten können, aber in Anbetracht dessen, dass wir das Bad ja insofern auch attraktiver machen wollten, dass der Schwimmer wirklich parallel zu den Tribünen schwimmt, damit man auch Anschlag und die Wände sehen kann, hat man natürlich dann jetzt auch die aktuellen Maße dadurch eingehalten. Also interessanter geworden für den Zuschauer und vor allem wettkampffähig. Das heißt, hier können jetzt auch in Zukunft die Rekorde purzeln. Und wir gehen jetzt hier mal raus, bevor das Wasser eingelassen wird. Vielen Dank. Im Winter hatten wir zu wenig Salz am Boden, jetzt werden wir demnächst Salz in der Luft haben, hier in der Saunalandschaft der neuen Schwimmoper oder unserer alten, renovierten, komplett umgebauten, neu gestalteten Schwimmoper, in der es eben jetzt Salz an den Wänden, Salz in der Luft im Saunabereich geben wird, in der Salzgrotte. Und die Atmosphäre hier ist auf jeden Fall schon gediegen, wenn man mal an die alte Schwimmoper denkt, wo alles ein bisschen marode war und man den Eindruck hatte, so langsam fällt alles auseinander. Da ist das hier doch schon was ganz anderes. Wir Wuppertaler wissen natürlich, es heißt Schwimmoper und nicht Stadtbad. Für Auswärtige muss man das dran schreiben, damit die wissen, hinter diesen Säulen, hinter dieser Fassade gibt es ein Schwimmbad mit jeder Menge Wasser, das im Moment noch nicht drin ist. Aber zum 25. März, da sind wir uns alle sicher, wird es eingelassen und dann kann das Schwimmvergnügen in der neuen alten Schwimmoper losgehen. Und ich habe mir endlich mal einen Regenschirm organisiert.